Einverstanden. Diese Fenster öffnen, nimmt diese Orange mit den Hängern und vorwärts. Jawohl. Was noch? Also, meine Fläche müsste rechts sein, nee, das tut mir das Schießen, weil ich für ein rechts schieße, die Feuerstellung in diesem Abschnitt. Dann bleibt das Problem auf jeden Fall in der rechten Kompanie. Mit 0,72 gemessen. Ja, verstanden. Bin hier, Kompanie. Also, Freie Genossen, dann könnt ihr beide zumindest Einzelbester werden. Erfüllt sich die Bedingung? Jawohl. Prima, Sie? Ja, erfüllt. Prima. Freue ich mich. Zweite Mal. Käppi auflassen, kommen Sie ganz steil raus. Kann schon sein, Soldatenlos ist schwer. Und lange war man auch zu Haus nicht mehr. Und manche sieht es vielleicht nicht ganz sein. Doch es muss sein. Nein, wir sind nicht als Soldat geboren. Nein, Helden sind wir nicht. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sie kriegen ja jetzt die Genossen und jetzt neue Soldaten. Jawohl, Genosse Ausländer. Und wer führt dann das Clubtagebuch? Na, wenn die neuen Genossen kommen, wird ein neues angefertigt. Das ist ja nicht nur Clubtagebuch, das ist ja auch Kompaniechronik, sodass da alle Höhepunkte der Kompanie, sprich die Kompanieübungen, Truppenübungen und so mit verzeichnet sind. Und da wird ein neues angefangen und das wird ebenfalls wieder durch die neuen Armeeangehörigen angeführt. Gute Sache. Eine gute Sache, Genosse Magnitzke. Ich habe mich gefreut, Genosse Klein, dass ihr als letztes erste Lied gebracht habt am Freitagabend dieses, was bisher immer nur gesungen hat, der Thomas Münzer. Habt ihr gut gemacht. Nicht nachgemacht, sondern euer eigenes Ziel auch dabei verwandt, war gut. Hat angesprochen, Genosse Klein, habt ihr prima hingekriegt. Welche Lieder werdet ihr noch spielen, singen? Außer denen, die Freitag dran machen, ja, die kenne ich nicht schon. Wir werden für die Tournee noch Titel spielen, die wir bisher schon im Repertoire hatten. Sagen Sie mal, wissen Sie, was mir gut gefallen hat, immer das von den Ausgängern hier. Dieses. Band. Ja, ja. Das ist Jürgen Hartmann. Er gehört zu der Kommandeursgeneration, die heute die Regimenter unserer Armee führt. Er ist nur wenig älter als sein Regiment. Das wird in diesen Tagen 30 Jahre alt. Damit hat es schon Geschichte, denn die Nationale Volksarmee ist selbst nur wenige Monate älter. Vor allem aber hat das Regiment Geschichte gemacht. Der Truppenteil Robert Urich ist in der Armee bekannt. Für die Erfolge des Regiments gibt es eigentlich so ein richtiges Rezept nicht. Wir haben im Regiment eine sehr gute Mischung zwischen erfahrenen Berufskadern und jungen Berufskadern auf der einen Seite. Zum anderen haben wir unsere Menschen anerzogen, das unbedingte Bestreben, die Aufgaben erfüllen zu wollen und sie so auszubilden, dass sie dies auch erfüllen können. An dem, was das Regiment so besonders macht, waren mehrere Kommandeursgenerationen beteiligt. Sie alle sind zum 30. Regimentsgeburtstag gekommen. Das allein ist selbst schon wieder etwas Besonderes. Traditionspflege ist hier keine Forderung von außen, sondern eine Forderung an sich selbst. Sich in seiner Geschichte wissend zu bewegen, sich darin wirksam zu begreifen, gilt hier schon lange als der Mühe wert. Ich bin der Meinung, dass das Organisieren von Erfolg eine Vielzahl von Aufgaben umfasst, die man auf einen Nenner gar nicht bringen kann. Zum anderen haben die Kommandeure, die vor mir das Regiment geführt haben, einen Grundstein gelegt, auf den wir aufgebaut haben, den wir entwickelt haben. Und wir sind heute aufgrund dessen, dass unsere Vorgänger, meine Vorgänger, so stark in ihren Entscheidungen waren, so gut die Menschen geführt haben, besser geworden. Das erwartet unsere Partei von uns, das erwarten die Menschen unserer Republik von uns, dass wir uns die Bedingungen für heute anpassen. Die Nachfolger müssen besser werden. Sie müssen unbedingt, weil die Anforderungen höher werden, deswegen müssen auch die Leistungen besser werden.
und damit auch das Ergebnis. Im Traditionskabinett sehen sich die ehemaligen Kommandeure ihrer eigenen Geschichte gegenüber. In den Abschnitt von Genossen Erit, heute Oberst AD, fiel ein Ereignis, das mit dem Regiment für immer eng verknüpft sein wird. Das Regiment war es, ich glaube, das wichtigste Erlebnis, dass ein Truppenteil, der vorher kadriert war, zum Linienregiment aufgebaut worden ist, der Offiziersbestand qualifiziert wurde für diese Aufgabe und als ein sehr wichtiger Höhepunkt eben das Symbol unserer sozialistischen Staatsmacht, die Truppenfahne zu bekommen. Das war eine enorme Verpflichtung und ich glaube, dass das Regiment seine Aufgaben stets mit guten, ausgezeichneten Ergebnissen durchgeführt worden sind. An ihrer Fahne sollst du sie erkennen. Alles, was bleibende Bedeutung hat, findet seinen Platz hier. Der das genau wissen muss, trägt die Fahne mehr als 10 Jahre. Abgesehen davon, dass die Fahne vor 1986 schon zu vielen gesellschaftlichen Höhepunkten das Regiment begleitet hat, würde ich sagen, als besonderer Höhepunkt zum einen die Teilnahme der Truppenfahne unseres Robert-Urich-Regiments zum Festappell in Berlin zum 30. Jahrestag der NVA und natürlich die Teilnahme unserer Truppenfahne am 11. Parteitag. Es sind schon so viele Fahnenschleifen, dass man dort echt gucken muss. Erstmal dran die Verleihungsschleife. Ich weiß nicht, wie viele, Mensch. Es sind etliche Fahnenschleifen. Bestes Regiment. Es ist eine Fahnenschleife, die uns vom Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR verliehen wurden. Es sind eine Fahnenschleife. Vorbildliches Regiment, die uns verliehen wurde anlässlich der Auszeichnung des Truppenteils mit dem Kampforden für Verdienst um Volk und Vaterland in Gold. Vor 30 Jahren wurde unser Regiment aufgestellt und damit gegründet. Damals hatten wir in unserem Regiment als Technik zur Verfügung die LKW H3A und die SFL 74 mm. Heute verfügt unser Schützenregiment über die modernste Kampftechnik und ist eines der kampfstärksten Regimenter unserer Landstreitkräfte in der Nationalen Volksarmee. Hier auf dem Truppenübungsplatz sind diese Worte des jetzigen Kommandeurs Jürgen Hartmann kurze Zeit vorher bewiesen worden. Eine Inspektion des Vereinten Oberkommandos der Staaten des Warschauer Vertrages war zu bestehen. Gute Traditionen verpflichten, heißt es. Die Umkehrung gilt hier genauso. Gute Verpflichtungen sind Tradition. Durchbruch 5 bis 6. Bitte, Genosse Förster. Nächste Aufgabe 8 bis 10 und die folgende. Und der Genosse Mödner ist neu zur Zeit. Das heißt also, dass dieser Gegenangriff vermutlich nur mit begrenztem Ziel geführt wird und nicht zur Wiederherstellung der alten Lage dienen wird. Und dass der Gegner jetzt hier eine Umgruppierung vornimmt oder eine Umgehung des Sperrens vornimmt oder erst die Sperren schafft? Ist nicht wahrscheinlich. Gassen schafft im eigenen Sperrgebiet und die wieder schließt, ist nicht wahrscheinlich. Ist nicht wahrscheinlich. Die Gassen im Sperrgebiet werden wahrscheinlich für die dritte Brigade schon geschaffen sein. Ja, verstanden. Einzeichen, wenn ich auf Luftfolge holen, alle, die sie noch haben. Hier hinten noch Gegenangriff war noch. Hier ist noch einer. Es ist folgende Dichte zu schaffen. Das ist ja die Artillerie 58. Was haben wir mit den 32? Das geht in 45. Fertig. Fertig. Ich gebe in 3 Minuten die Vorbefehle bekannt.
Dann Zeit, steht es, dann so. Und Zeit, dann kannst du mal einen Chef. Slaki, das ist Sala. Diese Aufnahmen sind aus dem Jahre 1963. Die erste größere Truppenübung im Koalitionsbestand des Warschauer Vertrages, Quartett, fand in der DDR statt. Damals führte Genosse Wöllner, heute Generalmajor der Grenztruppen, das Regiment. Das war das erste Kreismanöver. Teilgenommen haben Sowjetarmee, NVA, Polnische Volksarmee und Tschechoslowakische Volksarmee. Wir waren eingesetzt in Norden, haben zusammengewirkt mit der polnischen Volksarmee, haben uns da gemeinsam auf das Manöverquartett vorbereitet, haben gemeinsam trainiert. Die Kampftechnik, mit der die Kompanie des Leutnant Magnitzke die Inspektion bestehen muss, sind modernste Schützenpanzer. Doch daran, dass der Mensch über die Waffen entscheidet, hat sich auch heute nichts geändert. Keine Frage. Ihre Batterie kann schießen. Die kann schießen. Und die vierte Kompanie wird bei Nacht schießen. Kann auch schießen. Also Übernahme müssen wir schon. Auf der Art Blende beobachten. Als junger Offizier kommt man in ein ordentliches Regiment. Man wird von Anfang an unterstützt durch ältere Offiziere. Man hat den Ehrgeiz, die Erfolge fortzusetzen. Und wenn ich von mir aus gehe, wir bilden hart aus, wir bilden, hoffe ich, gut aus und sind eigentlich bestrebt, diese Traditionen dann fortzusetzen. Ich würde sagen, die Erfolge des Regiments sind zurückzuführen auf eine gute, aber eben harte Ausbildung, eine gute Ausbildung durch gute Offiziere, durch die Vorbildwirkung Genossen älterer Diensthalbjahre, die für das Regiment direkt schon viel geleistet haben und man als Soldat im Grundwehrdienst dann eben bestrebt ist, solchen Leuten nachzueifern, besser zu machen. Wenn man an Eltern, Frau und Kinder denkt und spürt die Zeit, die scheinbar nie verrinnt. Und wenn man auch mal mutlos um sich sieht, na und das vergeht. Nein, wir sind nicht als Soldat geboren. Nein, Helden sind wir nicht. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Nun, also muss ich sagen, dass erstmal sagen, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe, als an mich einige Genossen kamen. Und nicht war der Genosse Schön, glaube ich, der heute auch hier ist. Und der Parteisekretär, der Genosse Handke. Ja, der Genosse Werner Handke. Ja. Also mich kam und also vortrugen, dass sie gern den Namen Robert Urich kämpfen wollen. Nun, also ich habe natürlich gern meine Zustimmung gegeben. Ich habe mich sehr gefreut, dass also ein Regiment sich um einen Namen bewirbt. Und dazu kann ich sagen, dass mein Mann sich auch für militärpolitische Sachen sehr interessierte und vor allen Dingen sehr viel den Clausewitz gelesen hat. Ja. Nun, und das kam dann eben zustande. Es ist mir als Ehefrau schwer zu sagen oder, wenn man sagen, leicht seinen Mann zu loben. Aber der Robert Urich war also ein Mensch, der also ein sehr großes Allgemeinwissen hat. Und seine Genossen, wenn die also sich mal irgendetwas nicht wussten, denn er war nicht da, haben sie gesagt, na wartet mal, bis das Lexikon kommt. Robert Urich leitete eine kommunistische Widerstandsgruppe und wurde von den Faschisten ermordet. Nun haben wir alle Anstrengungen im Wettbewerb unternommen,
um uns dieser Frage erstmal der Namensverleihung gerecht zu erweisen. Ganz einfach deshalb, weil das eine gute Tradition der Arbeiterklasse ist und auch die bewaffneten Organe unserer Arbeiterklasse dabei keine Ausnahme machen. Und es war, da es um die Frage ging, was hat er empfunden, der Kommandeur? Genau ein solch beglückendes Gefühl, wie alle anderen aufrechten Kommunisten und alle anderen aufrechten Bürger unserer Republik, die zu dieser Zeit den Waffenrock trugen und im Regimenten organisiert waren. Und als wir von der Genossin Ulrich die Zusage erhielten, war das für uns ein ganz großer Tag. Während dieser Zeit 1967 bis 1971 führte Genosse Grumpelt, heute Oberst AD, das Regiment. Er ist seitdem mit der Frau des Widerstandskämpfers Robert Ulrich, Charlotte Ulrich, gut befreundet. Genossin Ulrich nimmt an vielen Ereignissen im Truppenteil persönlichen Anteil. Das haben zu ihrer Zeit Oberst Walter und Oberst Anders auch so erlebt. Ein Mundschützenregiment, was Tradition hatte in einer Großstadt wie in Leipzig, war damals disloziert in Leipzig, galt es innerhalb von wenigen Monaten in der Vorbereitung, hier nach Bad Frankenhausen zu erlegen. Der Minister für Nationale Verteidigung hat uns damals ganze 48 Stunden gegeben, das Regiment in kombinierten Landmarsch hier nach Frankenhausen zu verlegen. Das Wichtigste war neben, dass die Parteiorganisation des Regimentes, die FDJ-Organisation, auf die ich sehr großen Wert immer gelegt habe, da ja mit der Jugend, mit dem Elan der Jugend alles geleistet werden konnte und geschafft werden konnte, haben damals Vorbildliches geleistet. Oberst Walter führte den Truppenteil von 1971 bis 1977. Die Verlegung des Regimentes in den neuen Standort war ein Umzug in eine völlig neue Garnison. Bürgermeister und Partei, als auch der Rat des Kreises, geben uns jede Unterstützung und helfen uns dort, wo sie können, um unsere Lebensbedingungen und vor allen Dingen, um uns so schnell wie möglich heimisch zu fühlen hier. Dieser Kreis hat noch nie Einheiten der Nationalen Volksarmee gehabt. Wir haben also sehr enge Verbindungen aufgenommen mit dem Kreis, mit der GSD. Wir haben mit den Kampfgruppen sehr enge Verbindungen. In diesem Kreis gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Partei- und Staatsorganen. Und wir als Regiment sagen schon, wir sind das Aberne bzw. das Frankenhauser Regiment. Die Gegend zwischen Harz und Kiffhäuser ist nach 15 Jahren längst neue Heimat geworden. Die Beziehungen zum Territorium sind umfangreich. Es gibt patenschaftliche Verbindungen zu 30 Schulen und 25 Betrieben. Zur Gedenkstätte der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland besteht ein besonderer Kontakt. Am Monumentalgemälde von Professor Tübke haben auch die Frankenhausener Soldaten einen kleinen Anteil. 90 Mann halfen beim Installieren der Leinwand. Heute ist die Geburtstagsgesellschaft bei einer Führung mit Professor Tübke zu Gast. Die Schlacht findet also hier statt. Das Kernstück wird drüben sein, hier, von dort bis drüben. Schlacht bei, also hier oben auf dem Berg Frankenhausen. Schlachtberg, ja. Wir sind seit 3 Jahren hier oben beschäftigt, die kleine Fassung unten. Die 12-Meter-Fassung, die habe ich innerhalb von 3 Jahren gemalt. Und bin jetzt etwas mehr als 3 Jahre hier oben. Oben links angefangen, hinterm Gerüst, im August 83. Wir sind überwältigt vom Eindruck, dass ihr Bild, den ihr Bild auf uns macht. Es ist sehr schön, von der Farbe her und von der Ausstrahlungskraft, die es besitzt. Wir sind der Meinung, dass wir als Soldaten der Nationalen Volksarmee nicht nur, wie wir sagen, dafür da sind, dafür zu sorgen, dass die Kinder unseres Landes immer jünger sein müssen als der Frieden in unserem Land, sondern dass wir auch dafür da sind, dass die Kunstwerke, die in der Gegenwart geschaffen werden, jünger sein müssen als der Frieden in unserem Land.
Jürgen Hartmann ist jetzt seit 72 Stunden ohne Schlaf. Die Inspektion fordert ihn, seinen Stab, seine Einheiten ganz. Keine Schonung dafür, dass der Frieden immer älter werde in unserem Land. Regimenter wie dieses haben ihn alt werden lassen, wie noch nie in dem Jahrhundert. Kommandeurs- und Soldatengenerationen haben diese Erfolge miterrungen, hauptsächlich in zäher Kleinarbeit. Erfolge müssen organisiert werden. Kommandeure wissen, was das heißt. Sind schon da. Gut. Wirkungsstätte 1, ausgelöst. Entschluss! Rangflug, Kampfhubschrauber, Ausrichtung, Schuling, mit Josef bekämpfen. Ablauf, beziehen Sie Entfaltungsabschnitt Nummer 1. Unser Oberstleutnant, Aufklärungsmeldung 10.29 Uhr. Gegner versucht in Kompaniestützpunkten Panzer und SPZ der ersten Staffel zu verstärken. Kommen. Beobachten Sie die Wirkung des eigenen Feuers, der Artillerie und der schießenden Einheit. Kommen. Und melden. Empfangen. Kampfhubschrauber, Ausrichtung Oase, Anflug. Kommandeur 36, lösen Sie aus Wirkungsstätte 2. Die B-Stellen Bereitschaft herstellen zur Verlegung. Verlege beginnt ca. 11.10 Uhr. Kern 100 bereit kommen. Herr Oberstleutnant, 4 Panzer von der Einheit liegen vorne an. Kommt der Feuer jetzt, wenn sie paddelt. Richtig schneller. Los, 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 los. Wenzel, schneller, Tempo erhöhen. Zehn bereit. Jawohl. Oh, so eine Menge. Denkt rein, ja? 5 nach 11 etwa verlegen. Ja. Los, vorwärts, komm, komm! So, dann können wir nicht das nächste Mal schützen, können wir nicht beim einfachen Verteidigungsschema einweisen der Zugführung. Bezogen? So, dann bezogen, jawohl. Was sensorieren? Fertig. Also jetzt ist der Bulbis, wo haben Sie bezogen? Nee, mein Kommandeur hat mir gegeben, die rechte Begrenzung der Themas und die linke Begrenzung der Kompanie hier unmittelbar der Themas, unmittelbar vor uns, der hier vor dem Wald steht. Ich bin doch einverstanden, es geht mir um den Schussstreifen. Und der Schussstreifen des dritten Zuges, da der dritte Zug dort hinten liegt und da wir einen Feuersack bilden. Ja. Deshalb war ich der Meinung, dass der dritte Zug nicht bis hier vorschießen kann. Alles dazu. Zum anderen, Genosse Magnitzke, freue ich mich darüber, dass Ihre Genossen bisher die Aufgaben gut erfüllt haben. Beim Schießen gestern teilweise sehr gut. Das Regiment hat mit Motschützen und Panzern sehr gut geschossen. Das ist eine prima Sache. Bedanke ich mich bei Ihnen, Genosse Magnitzke, hast du gut gemacht.
Und das ist eine einwandfreie Sache, das können auch die Soldaten alle wissen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht so richtig, was ihn abfällt. Das ist negativ. Danke, Herr Wurzel. Grüß dich, Herr Wurzel. Danke, Herr Wurzel. Ich achte auf meine lange Linie. Ja, das ist gut. Ordnung. Gut gemacht, das wollen wir jetzt hier den Rest verteilen. Danke, Herr Wurzel. Alles klar. Doch trotz allem zählt für uns das Maß. Stets gefechtsbereit und eben das. Uns der Frieden hier erhalten bleibt. Stehen wir vereint. Nein, wir sind nicht als Soldat gewohnt. Nein, Helden sind wir nicht. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Sagen, dass gerade das Zusammensein in diesem Regiment, ja, wo so gut wie alle Kommandeure sind und auch viele Generationen hier versammelt sind, für mich sehr ergreifend ist und glückliche Stunden waren. Denn man kommt von der Armee nicht mehr los. Ja, das bleibt für ewig. Denn es waren Jahre auch der Eigenentwicklung geführt von der Partei. Paul Hupel war der erste Kommandeur dieses Regiments. Er hat es vor 30 Jahren weitergegeben. Heute erhält Oberstleutnant Becker aus den Händen zweier Vorgänger das Regimentssymbol. Kommandeurswechsel. Ein normaler, wenn auch nicht alltäglicher Vorgang. Die Geschichte geht weiter. Herr Oberst, das möchte ich nämlich unter meiner Führung, die durch die Partei und unsere stark gestellten Aufgaben erfüllt. Ich wünsche unserer Truppenfahne weitere Erfolge, unserem Regiment weitere Erfolge. Herr Oberstleutnant, ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Tradition des Regimentes im 30. Jahr der Geschichte des Regimentes fortsetzen und mit der Übernahme des Truppenteils neue Erfolge an die Truppenfahnen heften. So was verdient der Deutschen Demokratischen Republik.